Der FAN Sport wird Ihnen präsentiert vom Ralf Schumacher Kart & Bowl Center in Bispingen. Fühlen auch Sie sich wie ein richtiger Profi. Mit unserer riesigen Indoor- und Outdoor-Kartbahn ist für jeden das Richtige dabei. Und für die, die lieber eine ruhige Kugel schieben wollen, haben wir das passende Bowling Center. Besuchen Sie uns! Shakhtyor Karagandy hat es nicht geschafft. Als erster kasachischer Fußballverein hätte man in die Gruppenphase der Champions League einziehen können. Warum sind sie ausgeschieden? Ganz einfach. Im Hinspiel gegen Celtic Glasgow opferten die Kasachen auf dem Platz ein schwarzes Schaf. Das Ergebnis: man gewann das Hinspiel mit 2:0. Und damit herzlich willkommen zum Sport bei FAN. Ja, in Glasgow wurde ihnen dies verweigert. Und man verlor mit 3:0 und schied aus. Tja, was Rituale alles bewirken können. Beim HSV sollte man sich auch mal ein paar Rituale überlegen. Denn der Verein, der hat keine Kohle und macht derzeit eigentlich nur abseits des Platzes auf sich aufmerksam. Nun soll ein neuer Stürmer kommen. Natürlich soll er nur ausgeliehen werden, denn der HSV hat ja keine Kohle. Doch wer soll es werden? Oliver Kreuzer hatte die Fühler nach Erin Derdiok ausgestreckt. Nun soll es aber Pierre-Michel Lasogga werden. Der ist beim Aufsteiger aus Berlin derzeit nur vierte Wahl und zudem verletzt. Er würde dem HSV also im Moment nicht wirklich weiterhelfen. Also da müssen wir abwarten, was da passiert. Passiert ist beim HSV noch etwas Schlimmes, denn Raphael van der Vaart hat sich verletzt. Der Niederländer ist für das anstehende Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig noch fraglich. Van der Vaart fehlte am Mittwoch wegen Oberschenkelproblemen im Mannschaftstraining, absolvierte stattdessen nur eine leichte Laufeinheit. HSV-Coach Thorsten Fink berichtete hinterher: es wird eng werden, man muss schauen, ob es reicht. Im bisherigen Saisonverlauf ist Van der Vaart mit 2 Toren, dazu eines im DFB-Pokal, bester Torschütze seiner Mannschaft. Und die haben ja bisher nur einen Punkt aus 3 Spielen geholt, stehen auf Platz 15 der Tabelle und gegen das Schlusslicht aus Braunschweig sind also nun 3 Punkte fest eingeplant. Mit einer harten Strafe hat das DFB-Sportgericht die rote Karte von 96-Profi Jabolcs Husti im Heimspiel von Hannover 96 am vergangenen Sonnabend gegen Schalke 04 geahndet. Die Roten müssen 3 Spiele auf ihren Mittelfeldakteur verzichten. Demnach wird Husti in den Begegnungen gegen Mainz, gegen FC Bayern München und gegen den FC Augsburg zuschauen müssen. Erwartungsgemäß hat der Verein nun Einspruch gegen die Sperre eingelegt. Die Verhandlung ist am Montag. Wir kommen zu Werder Bremen. Und was wird aus Alexander Ignjovski? In der Rückrunde war der serbische Nationalspieler noch gesetzt. Seit dem Trainerwechsel zu Robin Dutt ist dies nicht mehr der Fall. Er sitzt meistens nur auf der Bank. Jetzt macht plötzlich ein Club aus Spanien Jagd auf Werders Defensiv-Allrounder. Betis Sevilla ist heiß auf Ignjovski. Ich habe von dem Interesse gehört. Natürlich schmeichelt es mir, aber ich fühle mich wohl in Bremen. Im Moment denke ich nur an Werder und daran, mir meinen Stammplatz zurückzuholen. Ignjovskis Landsmann Vlada Stosic ist Sevilla Sportdirektor und der hat den Kontakt geknüpft. Igis Vertrag in Bremen läuft nur noch bis zum nächsten Sommer. Manager Thomas Achin denkt derzeit nicht an einen Wechsel. Er ist ein Spieler, den ich sehr schätze und der wichtig ist für jede Mannschaft. Er steht nicht zur Debatte. Naja, ein paar Tage ist das Transferfenster ja noch auf. Bundestrainer Joachim Löw hat die Nominierung für das Aufgebot der deutschen Fußballnationalmannschaft für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich in München und die Färöer in Tórshavn von Donnerstag auf Freitagmittag verschoben. Dies gab der Deutsche Fußballbund am Mittwoch bekannt. Die Mannschaft trifft sich am Montag in München, um sich auf das Spiel gegen Österreich einzustimmen. Eine Woche später, am 9. September, fliegt das DFB-Team auf die Färöerinseln, wo das Ticket für die WM-Endrunde 2014 in Brasilien vorzeitig gelöst werden kann. Der Grund für die Verschiebung der Nominierung: viele Nationalspieler sind angeschlagen. Löw will den Heilungsverlauf von Schweinsteiger und Co. noch abwarten. Wir machen nun einen ganz kurzen Spot und sind gleich wieder da. Gleich geht's weiter mit FAN Sport, präsentiert von A1 Zaundiscount, der Stahlgitter-Zaunprofi.
Willkommen zurück zum Sport. Die Hannover Sapphires greifen wieder an. Gemeint sind die Cheerleaderinnen aus Hannover. Grund genug für mich, dort einmal vorbeizuschauen und natürlich auch mitzutrainieren. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Fast nur Mädels. Einen jungen Mann habe ich auch gefunden, der hier auch mitmacht, Sven. Hi. Wie kommt man zum Cheerleading als Mann? Oh, schwer. Ich wurde mal auf einer Party angesprochen, dass ich doch mal mitmachen soll beim Training. Und das habe ich dann mit einem Kumpel gemacht. Und gleich beim ersten Training habe ich Feuer gefangen, Elevator, die ersten Stunts. Und es hat so Spaß gemacht, seitdem bin ich kleben geblieben drauf. Ist das ein Fluch oder ein Segen, nur mit Mädels zu trainieren? Eigentlich ein Segen. Ist so? Ja. Definitiv. Wird man denn von irgendwie Kumpels, wenn man das erzählt oder jemand neu kennenlernt, ich mache Cheerleading, wird man da ein bisschen belächelt und so? Ja, definitiv, ja, definitiv, ja. Na, gehst du wieder tanzen oder zu deinen Hupfduelen und so, ja, kommt das ganze Programm. Aber da steht man irgendwie drüber. Ich wollte gerade sagen, wie du eben auch schon meintest, wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Ja. Weil das ist ein Krafttraining, dann mit schönen Frauen, also was soll man mehr machen, ne? Was will man mehr? Kann man irgendwie verstehen. Auf zur Pyramide. So, jetzt wird's also ernst. Meine erste kleine Choreografie mit Marie. Hi. Hallo. Was muss ich machen? Du machst jetzt einen Elevator. Erstmal, okay, bevor wir mit der großen Pyramide anfangen. Ja. Hebst Marie also hoch. Vertraust du mir? Ja. Kannst du auch. Okay, du nimmst erstmal ihren Fuß in die Hand. Genau. Einfach ganz normal? Genau, einfach so in die Hand nehmen. Okay. Dann wird sie gleich hier bei Alenika mit in die, genau die gleiche Position gehen. Alles klar. Und dann musst du sie von hier schön aus dem Bein hochheben und hier absetzen. Also einmal die Hände drehen. Okay, also ich mache so und drehe dann. Ich mache so und dann hebe ich sie hoch und drehe die. Genau. Alles klar. Dreh den Fuß hinlang. Und dann halte ich sie einfach. Genau. Kriegen wir hin, ne? Ja, denke ich auch. Sehr gut. Yeah. When I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Marie, wie fühlst du dich da oben? Gut. Sehr gut. Okay. Und jetzt geht's einfach rückwärts wieder runter. Genau das gleiche, nur rückwärts. Ready, one, two, three, four. Ja, und lass ich los. Perfekt. Perfekt. Super. Ja, Marie, wie war es? Einmal von mir da so hochgehoben werden. Ist es komisch, mit einem das zu machen, der es noch nie gemacht hat? Nein, also man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell daran und du hast es sehr gut gemacht. Also. Ja, war gut. Wir tossen Nadine jetzt noch nach oben. Es ist fast genau dasselbe, nur Nadine fliegt da jetzt halt rein. Ich muss einen Schritt weiter zur Seite machen, aber das wird schon schief gehen. Ja, vor meiner Pyramide haben wir es schon gesehen. Sven und Xenia im Partnerstand. Xenia, wie viel Vertrauen musst du haben? Ich vertraue. Jetzt versuche ich das ja auch so ein bisschen. Mhm. Kriegen wir das hin? Ja, klar. Jennifer, wie sieht das aus? Was muss ich machen? Also wir machen die abgespeckte Version. Also okay. Du wirst jetzt nicht den Aufgang machen, der ist ein bisschen Einspielungssache. Wir werden sie gleich für dich in den Elevator nehmen, was du ja vorhin schon gemacht hast. Dann greifst du einfach in die Mitte drunter und dann lassen wir erstmal los und gucken, ob du das halten kannst. Dann bin ich mal gespannt. Auf geht's. Ready, warm, two. So, jetzt ist sie also im Elevator. Jetzt greife jetzt kommst ich hier du hier zwischen. Oh. Okay. Genau, und schön absetzen. Und jetzt hast du schon mal den ersten Partnerstand geschafft. Aber das ist ja ein bisschen langweilig, deswegen gehen wir jetzt noch eine Station höher. Wir fassen nochmal wieder mit an. Also in die Extension.
Ready? One, two, down, up. Genau, sehr gut. Und jetzt nimmst du sie langsam wieder runter. Langsam, genau. Und dann nehmen wir sie für dich runter. Genau, einfach runtergehen. Oh. Geschafft. Ey, wahnsinnig anstrengend. Sven, Respekt, dass du das so locker flockig hinkriegst. Wie hast du dich gefühlt? Ganz gut. Siehst ganz gut. Ah ja. Das war's mit dem Sport für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer um 19.45 Uhr. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Tschüss. Der FAN Sport wurde Ihnen präsentiert vom Ralf Schumacher Kart & Bowl Center in Bispingen. Fühlen auch Sie sich wie ein richtiger Profi. Mit unserer riesigen Indoor- und Outdoor-Kartbahn ist für jeden das Richtige dabei. Und für die, die lieber eine ruhige Kugel schieben wollen, haben wir das passende Bowling Center. Besuchen Sie uns!